Gute Stimmung an den Börsen. Gerechtfertigt, ja oder nein? Vermutlich nicht, aber stellen wir einfach mal keine Fragen. Wie sieht's aus aktuell? Der Markt ist auf dem Weg nach oben. Wir hatten das gestern schon nach der FED-Zinsentscheidung. Die war ja um 75 Basispunkte erwartungsgemäß ausgefallen. Und die Ansage von FED-Chef Powell, nein, mit Rezession überhaupt nicht. Und Biden ist auch in das Konzert mit rein. Nee, selbst wenn man mal zwei Quartale hintereinander negativ ist, dann ist das natürlich kein festes Zeichen für eine Rezession. Macht euch da nicht verrückt. Dann schauen wir doch mal, wie die Zahlen tatsächlich ausgefallen sind. Denn wir hatten GDP-Daten, also Wachstumsdaten aus Amerika, heute um 14.30 Uhr. Und die sind negativ ausgefallen. Erwartet wurde sogar ein leichter Zuwachs von 0,5%. Ausgefallen sind sie allerdings mit einem Rücksetzer um 0,9%. Und ihr seht, negativ. Also nicht so wirklich gut. Zweimal negativ hier das Ganze. Das ist kein so gutes Zeichen, das wir hier haben. Und trotzdem gucken wir wieder auf die Märkte. Die Kurse gehen nach oben. Rational mag das vielleicht unverständlich sein, denn viele sagen, naja, die Rezession, das wird ja durch die Inflation, durch die hohe und jetzt noch die Zinssteigerung nicht wirklich besser. Also dürfte es ja richtig ernsthaft werden. Die Marktteilnehmer sehen das aktuell allerdings anders. Das ist für mich übrigens auch ein Grund, warum ich gar nicht so sehr vorrangig auf die fundamentalen Daten gucke, sondern auf das, was die Marktteilnehmer machen, weil auch wenn es vielleicht rational nicht nachvollziehbar ist, wenn es auch vielleicht nicht sinnvoll ist, ja, das nützt ja nichts, wenn ich gegen den Markt agiere, und deshalb gucken wir mal auf die Charts dazu. Vielleicht ein letztes abschließendes Wort. Ich höre vermehrt Stimmen, auch aus Kreisen, die fundamental sehr engagiert sind und denen ich sehr viel zutraue, die sagen, mir gefällt das gar nicht, es sieht gar nicht so doll aus, es wirkt düster. Na gut, gucken wir auf die Charts im Tageschart. Wir sehen, wir sind wieder auf die Oberseite hier dieses Trendkanals gekommen, also noch alles so halbwegs im Rahmen. Wenn wir jetzt tatsächlich es schaffen, da deutlich drüber hinaus zu gehen, viele fragen jetzt nach dem exakten Wert, so ganz exakt kann ich das gar nicht sagen, aber wenn wir 12.600, 12.700, vielleicht idealerweise noch 12.800 jetzt durchstoßen, 900, je höher wir dann da drüber gehen, 900, dann wird es dann langsam dünn. Die Luft für die bärische Seite, sind das ganz gute Zeichen für die bullische Seite und bedeutet, dass auch wenn dann mal Rücksetzer erfolgen, die wahrscheinlich nur Korrekturen in einer Aufwärtsbewegung sind. Also wenn wir über diese Marken hinausgehen, also idealerweise tatsächlich vielleicht die Hochmarken hier 13.000 oder sowas, wenn wir die dann tatsächlich mal durchstoßen, dann ist eigentlich das bärische Bild vorrangig zumindest erstmal weg und nur dann wieder relevant, wenn es scharf runter und wackelig nach oben geht. Im Moment zeichnet sich das aber so nicht ab. Im Gegenteil, wir sehen hier im 4-Stunden-Chart, dass wir auch zuletzt wieder stark nach oben gegangen sind, also wackelige Abwärtsbewegungen, idealerweise dreiwellig mag ich immer am liebsten, eigentlich für die Longseite sprechen. Ein bisschen im 5-Minuten-Hardcore-Chart könnte man schon sagen, jetzt hier haben wir, oh Gott, das ist sehr schlecht gezeichnet, aber ihr seht ungefähr, was ich meine, dass wir hier die Zwischenhochs, ich finde das allerdings sehr unausgeprägt, die Korrektur von der Größe, von der Art und Weise, jetzt hier insbesondere im 4-Stunden-Chart, deshalb bin ich mir da noch nicht sicher, aber ihr seht, die Zeichen stehen eigentlich alle auf der bullischen Seite. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass jedweder korrektiver, also dreiwelliger oder eben stark überschneidender, mit überschneiden meine ich also zum Beispiel hier, das ist eine Abwärtsbewegung, aber die Gegenbewegungen, die wir hier drin haben, die sind immer wieder überlappend. Wenn wir sowas haben, das ist mit Kursüberschneidung typischerweise eine Gegentrendrichtung. Also nehmen wir mal an, wir bekämen jetzt hier heute Nachmittag sowas, wären das Kaufsignale, und zwar, wenn der Kurs dann über dieses Zwischenhoch hier drüber hinausgeht, dann spätestens ein klarer Kauf. Wenn es eine ABC gibt, hier drüber geht, klarer Kauf. Im Moment geht es aber noch nicht ABC, im Moment geht es noch einwellig hier nach unten. Das heißt, wenn es jetzt dann mal wackelig hochkommt, gilt natürlich das Umgekehrte für die Gegenseite, weil das ja noch einwellig hier ist. Das heißt, aktuell die starke Seite hier ganz klar nach unten zeigt. Trotzdem, der Markt insgesamt relativ stark. Und das ist nicht nur beim Nasdaq so. Hier haben wir den S&P. Wir sehen, dass wir hier immer noch in der Box rumhängen, dass wir an dieser Widerstandsmarke, dieser 100% Projektion hängen. Das bedeutet, dass wir eigentlich
immer noch in dieser Entscheidung festhängen, ob der Kurs tatsächlich dreht oder ob er sich dann nach oben durchsetzt. Das ist also noch nicht endgültig entschieden. Also bitte noch nicht sagen, jetzt sind wir da, jetzt geht es auch weiter. Noch ist dieses Entscheidungsniveau eben da. Aber solange die Aufwärtsbewegungen stark sind und Abwärtsbewegungen dreiwellig sind, ist das ein Zeichen dafür, dass es eher noch nach oben geht. Also sprich, wenn auch hier es Intraday heute wackelig, also ABC runtergeht, wären die besten Voraussetzungen nach oben. Und denkt immer dran, so ein Rücksetzer geht gerne mal zumindest ungefähr in diesen Bereich rein. Ihr seht, das hat hier vorne ja auch ganz gut geklappt. Bisschen höher, ein bisschen tiefer, also irgendwie sowas in dieser Ecke ist das. Ungefähr die 38,20 als Minimum, 50, 61,8, ein bisschen tiefer notfalls auch noch. Aber das wären entsprechende Maßnahmen und im Moment sieht es ja danach aus, als ob der Markt immer noch sehr, sehr stark ist. Also bärische Avancen sieht man im Moment noch nicht, aber ich möchte noch davor warnen, jetzt schon zu sagen, es kann ja nur nach oben gehen, alles andere ist absolut nicht realistisch. Doch, wir sind an dieser Entscheidungsmarke. Ich bin allerdings, naja, sagen wir mal überrascht, aber zumindest mal ganz angetan davon, dass die Marktteilnehmer hier nicht wirklich negativ drauf sind, sondern dass die Marktteilnehmer hier doch ganz schön offensiv auch auf die schlechten Wachstumszahlen hier reagiert haben, obwohl die Sorge besteht, dass natürlich die gestiegenen Zinsen in Amerika für mehr Druck für die Wirtschaft sprechen und dementsprechend Rezessionsgedanken weiter vorangetrieben werden. Also, ihr seht, nicht ganz unkritisch das ganze Thema. So, dann haben wir noch den Dow Jones. Auch der hat aber eigentlich nichts Neues. Also, was ich eben gesagt habe, gilt auch grundsätzlich erstmal hier. Also die Aufwärtsrichtung noch relativ stark. Was wir hier haben, die Abwärtsseiten in der Regel relativ schwach. Vorsichtig, auch hier sind wir immer noch in diesem Entscheidungsbereich. Das ist noch nicht gesagt. Erst wenn er da massiv oben rausgeht, ich sage mal bei Kursen 32.600, 700, 800, je mehr wir da drüber gehen, also 800 wäre mir schon ganz lieb, notfalls 900, das sind alles gute Zeichen, dass man dann sagen kann, okay, wackelig runter und einen neuen Long-Einstieg dann eben entsprechend zu fahren. Die Chancen sehe ich gar nicht so schlecht, denn es gibt zahlreiche Einzelaktien auch, die ganz gut dastehen von der Charttechnik, wo man sagt, die sind alle so halbwegs in der Vorbereitung, nächste Korrektur und dann geht es wieder long weiter. Also ich sehe ganz gute Chancen dafür. Allerdings, das muss es als auch erstmal machen. Also die Gegenbewegung, die steht da bei vielen eben noch tatsächlich aus. Gegenbewegung hatten wir beim DAX. Da hatten wir ja gesagt, solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, das ist etwas knapp über der 13.000er Marke hier, ist alles safe. Es ist zwar sehr wackelig, deshalb ist das noch so ein bisschen auf, ja, tönernen Füßen hier gestellt, aber insgesamt ist das ein bullisches Bild ebenfalls, also insgesamt hier im Großen, nämlich die Erwartungshaltung, dass wir, vielleicht hätte ich es nicht ganz so kurz hier nur einzeichnen müssen, dass wir diesen Bereich jetzt hier oder diesen hier noch sehen. Das darf durchaus noch ein bisschen dauern, aber ich sage mal so Kurse so um die 13.450 in etwa oder hier oben so in etwa 13.650 plus minus ordentlich nochmal was drauf und wieder runter, von mir aus 50 hoch, 50 runter. Das wären eigentlich ideale Zielbereiche. Das, was mich am meisten stört, ist, dass das, was wir hier sehen, seht ihr es selber, sehr korrektiv aussieht. Mit den vielen Überschneidungen, die wir hier haben. Das gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so sehr. Also ich würde mich noch nicht wundern, wenn der Kurs sogar noch mal tiefer geht und dann zählt es, ob diese Marke tatsächlich gerissen wird, wir in die Überschneidung kommen oder entsprechend nicht. Doch jetzt muss man nicht unten rufen. Im Moment geht der Kurs ja nach oben. Also insofern die Tendenz ist durchaus stark. Alleine deshalb, weil die Zahlen nicht negativ sich ausgewirkt haben. Also das ist eher ein positives Zeichen. Mag natürlich auch daran hängen, dass wir viele, viele Unternehmensnachrichten aktuell ja reinbekommen. Heute kommt noch mal Apple und Intel nachbörslich. Das wird sicherlich noch mal mit Spannung erwartet und dürfte natürlich dann den Tech-Markt noch mal massiv mit beeinflussen. Werden wir mal gucken, was sich da, wie da die Reaktionen dann entsprechend drauf sind. Also insgesamt muss man sagen, scheint es so, dass die Marktteilnehmer eher positiv gestimmt sind in der aktuellen Situation. Nur wenn wir jetzt deutliche Rutsche nach unten bekommen, also starke Bewegung, nicht jetzt so ein bisschen nach unten, das müsst ihr immer mit einkalkulieren, aber wenn der Kurs stark nach unten geht, beim DAX, wie gesagt, wäre mir eine wichtige Marke, die ungefähr 13.000, ich glaube 13.020 in etwa
oder 15, 16, irgendwie sowas in Richtung, das Hoch vom 8. Juli, das möchte ich idealerweise nicht mehr überschnitten sehen. Das wäre dann nicht so ein tolles Zeichen für die bullische Seite. Bei den Amerikanern ebenfalls, so kleine Rücksetzer wäre ja alles kein Problem. Also ich sage jetzt mal so in diese Zone hier rein, 3980 beim S&P 60. Ihr könnt es im Zweifelsfall auch wieder mit den Fibonacci's hier selber einzeichnen. Alles, was in diese Zone dann nochmal reinwackelt, ist doch sowieso unkritisch. Also 3.990 bis 3.960 in etwa, das wäre alles völlig safe hier, wenn ich mir diese Bewegung angucke. Insbesondere, wenn das möglichst korrektiv oder wackelig dann eben entsprechend erscheint. Ja, mehr kann ich dazu aktuell nicht sagen. Geht nicht über euphorisch damit um. Der Markt ist in einer Zone, die für eine Entscheidung extrem relevant ist. Das heißt, nicht jetzt hier sagen, ah, das schafft er mit Sicherheit. Es ist denkbar, es sieht im Moment nicht schlecht aus, aber lasst euch nicht einlullen von der aktuellen Stimmung. Das kann deutlich nochmal in den Dreh gehen. Soll heißen, wenn es nicht wackelig, sondern steil nach unten geht, seid sehr vorsichtig, nehmt notfalls Gewinne für eure Longs bis dahin mit, geht raus, macht wieder später eine neue Position auf, scheint mir auf jeden Fall sinnvoller dann zu sein. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und die besten Entscheidungen. Bis bald.